Ich bin voller Beulen. Damit lebe ich jeden Tag. Als ich in den 20ern war, hatte ich leichte Akne am Rücken. Und als ich dann 30 wurde, tauchten diese großen Beulen auf. Ich bin Autoverkäufer und spreche ständig mit Kunden. Scott nimmt morgens immer 2 Hemden zum Wechseln mit, falls es ein schlechter Tag wird. Wenn eine Beule aufplatzt, stinkt es ganz furchtbar. Schon wieder. Meine Kleidung ist dann voller Blut und Eiter. Ich muss immer würgen. Ich versuche, das zu verstecken, aber manchmal muss ich rausgehen. Ich war schon im Kundengespräch, als eine aufgeplatzt ist. Dann muss ich mich entschuldigen, mich umziehen und dann zum Kunden zurückgehen. Ich wäre überglücklich, wenn das aufhören würde. Dann könnte ich wieder leben. Kommen Sie bitte herein und setzen Sie sich. Erzählen Sie mir doch kurz, weshalb Sie heute hier sind. Ich habe recht große Zysten am Rücken und weiß, dass sie immer noch größer werden. Wie ist Ihre Gesundheit sonst so? Ich habe Übergewicht und will gern mit dem Rauchen aufhören. Wie viel rauchen Sie? 20 pro Tag. Rauchen kann diese Krankheit verschlimmern. Das wird auch bei Ihnen der Fall sein. Wurde schon mal was weggeschnitten? Nein? Ich habe es nur selbst versucht. Nicht sehr ratsam. Was war da? Ich habe es mit dem Nagelknipser versucht. Hat es sich entzündet? Klar. Ich schaue jetzt mal. Okay, well. Na, die sehen ja echt nach Spaß aus. Sie haben eine Mischung aus schwarzen und weißen Mitessern und einigen Zysten. Es ist eine sehr aktive Akne. Scotts Rücken ist übervoll. Aber ich kann da wohl einiges rausholen, damit er sich besser fühlt. Ein paar von denen werden sich sicher recht leicht ausdrücken lassen, weil sie weich sind. Bei anderen müssen wir wohl etwas stärker drücken. Setzen Sie sich doch bitte auf die Liege. Er wirkt recht abgehärtet. Da schaffen wir einiges. Kleiner Piekser. Ich mache so viel, wie er ertragen kann. Kurzer Kratzer. Macht nichts. Toll. Man sieht die Membran der Zyste. Vielleicht bekommen wir das in einem Stück raus. In dieser Zyste ist talgiges Material. Sieht aus wie Hüttenkäse. Nur, dass dieser Hüttenkäse stinkt. Die Haut darüber ist sehr dünn. Aber ich würde gern versuchen, das mit einem Mal herauszubekommen. Wenn wir alles entnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich die Zyste erneut bildet. Also schäle ich das vorsichtig raus. Jetzt drücke ich kurz. Kommt schon raus. Tut mir leid, dass ich so zupacke, aber ich hatte vorhin Porridge. Alles gut? Ich spüre nicht viel. Befriedigend? Wollen Sie mal sehen? Bereit? Tada! Oh my word. Toll, was? Stinkt. Das ist schön. Eine ist geschafft. Bleiben noch 16. Die ist gut. Ich will nicht, dass Leute mich ansehen und sich dann sagen, mit dem stimmt was nicht. Ich hole den Inhalt an dieser Stelle mit Hilfe eines solchen kleinen Stanzgerätes raus. Man stanzt einfach ein kleines rundes Loch. Dann drückt man und schon kommt raus, was da drin ist. Still going.
Da ist noch mehr. Still going. Aber jetzt war's das mit dem. Nun schnappen wir uns die Kapsel der Zyste und holen alles raus, damit die Zyste nicht wiederkommt. Ich höre das Platzen. Und Sie riechen was. Jetzt riecht's nach dem Grill am Samstagnachmittag. Sorry, aber der ist dickköpfig. Sieht aus wie ein kleiner Wurm. Der bleibt von allein stehen. Echt? Nett. Schmerzhaft? Gar nicht. Dieser ist ganz weiß. Das hier ist der Beutel, in dem die Zyste gewachsen ist. Man darf nicht nur den Inhalt rausholen. Wenn diese Kapsel entfernt wird, ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass sie sich erneut bildet. Jetzt kümmern wir uns um die Bereiche der Mitesser. Das sind die Dinger, die oben schwarz sind. Wir haben bei Scott heute 17 größere Zysten entfernt, sowie hunderte Mitesser. Ich will das sehen. Sieht nicht nett aus. Ich fühle mich fantastisch. Das hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. It's far exceeded my expectations. Kann ich mal kurz sehen? Na klar, ich nehme die Brille. Das sieht ja toll aus. Ganz glatt. Ich spüre es. Glatt wie ein Babypopo. Komisch, sowas zu sagen, aber es ist doch so. Toll. Die Narben sind sehr gut verheilt. Auf dem Rücken dauert es 9 bis 10 Monate, dann sind sie ganz verschwunden. Sehr schön. Sie können sich wieder anziehen. Letztes Mal waren Sie ja ziemlich deprimiert. Ihr Rücken hat Sie bei vielen Sachen behindert. Ja, das ging schon eine Weile so. Aber die OP war eine große Hilfe. Sie haben mir gezeigt, wie ich wieder ein erfülltes Leben haben kann. Und das R-Wort? Das Rauchen. Naja, ich habe mir eine E-Zigarette gekauft. Ich rauche weniger und habe sogar abgenommen. Toll! Man sieht's nur nicht. Das ist sehr gut. Ich freue mich für Sie. Ich fühle mich insgesamt viel besser. Nur durch das, was Sie für mich getan haben. Und was Sie für sich tun, das ist der Schlüssel. Ja, Sie haben mir einen Arschtritt verpasst. Ja, das mache ich gern.